Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Blackbox Men eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blackbox Men ist eine Männerbox, die viermal im Jahr erscheint, also quasi alle drei Monate. Wir haben hier, wie der Name schon sagt, Männerprodukte enthalten und für Abonnenten kostet sie 16,95 €. Für Nicht-Abonnenten 24,95 €, aber es gibt immer irgendeinen 8 € Gutscheincode, sodass man sie im Prinzip immer für 16,95 € bekommt. Ich finde es ganz cool, was da immer so drin ist und mein Freund darf sich daran immer so ein bisschen erfreuen und darf sich austoben und schauen, was er davon vielleicht selber behalten möchte. Den anderen Teil nehme ich halt für Familie, Freunde und so weiter. Ne? Wir haben hier fast nur Full-Sizes drin, also keine kleinen Größen, sondern halt wirklich große Größen. Und das ist praktisch, vor allem, weil sie nur viermal im Jahr erscheint. Ne? So, dieses Mal hatten wir einen riesengroßen Karton drumherum und ich habe keine Ahnung, warum ich so dunkel bin. Vielleicht wegen meinem Oberteil? Ist es zu hell? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Aber ich habe hier ganz normal meine Lichter an, wie sonst auch, ne? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall war in diesem großen Umkarton etwas mit dabei, was nicht in die Box gepasst hätte. Und zwar ist es dieser Shaker. Vielleicht freut sich mein Freund drüber, weil der jetzt auch ein bisschen öfters mal ins Fitti geht. Und das war Sammy. Der liegt nämlich hier gerade zu meinen Füßen und streckt sich aus. Also, du musst aufpassen, dass du dich nicht umhaust hier. Die Menschen und die Kamera und so. Das ist Fit Taste High Quality Fitness Food. Ich hoffe nicht, dass wir hier so ein Proteindrink oder so ein Pulverzeug mit drin haben. Da sind wir beide nämlich nicht so viel zu haben. Aber so ein Shaker an sich ist nie weg. Da kann man halt auch ganz normal seine Getränke drin machen. Und das kann man halt so gut mitnehmen. Dann kann man das halt auch shaken. Falls man da einen Shake reinmacht, hat man hier so ein Sieb, sage ich mal, drin, damit da keine Klümpchen kommen und so. Ist an und für sich eine ganz gute Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da zum Beispiel für mich tagsüber meine goldene Milch reinmache, wobei 500 ml, könnte sein, dass ich da einfach mal 2 Gläser von trinke pro Tag. Ist ja auch total gut für die... Jetzt haut hier meine Softbox gleich um. Mansi, was machst du denn da? Weil ich meine goldene Milch ja auch immer trinke, ne? Das ist ja gut für die Haut und so weiter. Ja, aber ich finde den eigentlich ganz okay, dass der mit dabei ist. Finde ich schön. Ist nie weg. Schönes Design, schön schwarz. Und das dürfte etwas sein, was für mich praktisch ist. Das ist eine High-Protein-Milch. Ja, ist einfach was Gesundes. Mein Freund trinkt sowas eher weniger. Ich trinke sowas wohl im Kaffee oder so. Ne? Ist, weiß ich nicht, ist da fettarm. Es ist ein Milchdrink. Also du hast da quasi auch richtig normale Milch drin. Ich persönlich trinke nicht so viel Kuhmilch. Aber ich glaube, die wird jetzt nicht so super unterschiedlich schmecken wie normale Milch. Ist halt Milch, ne? Aber witzig, hier einfach mal eine Milchpackung drin zu haben. Ich find's cool, ich werde es trinken. Vielleicht sogar zusammen mit meiner goldenen Milch. Warum eigentlich nicht? Trinke ich normalerweise mit Mandelmilch. Gut. Dann habe ich jetzt hier mal den Deckel entfernt und genau wie bei den Frauen auch, Pinkbox, ne? Brigittebox, Barbarabox und so weiter, haben wir hier einfach ein Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifen verschlossen ist. Das mache ich mal auf. Dann haben wir den Klebi Blackbox Men hier drauf. Den öffne ich vorsichtig und die Boxen, die kann ich auch immer super weiterverwenden. Als Männergeschenkboxen. Ist immer sehr schön. Wow, kommt mir schon sehr angenehm frischer Männerduft entgegen, wie Männerumkleide nach dem Duschen, sage ich mal. Gutscheinheftchen, erster Blick in die Box. Alles recht, ne, schwarz gehalten, so sind die halt immer unterwegs. Wie gesagt, das Gutscheinheftchen, da haben wir immer Gutscheine drin. Und wir haben tatsächlich nicht nur ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, sondern auch so eine Art Einführung und Motto. Das hatten wir nicht immer. Gratulation zu deiner neuen Blackbox Men Lucky Punch. Es erwarten dich Produkte, die genau ins Schwarze treffen. Ob beim Sport, auf der Arbeit, in der Uni oder bei einer wichtigen Entscheidung. Die Box beinhaltet einfach alles für dein inneres und äußeres Wohlbefinden. Ein echter Volltreffer, mit der auch dir ganz sicher dein nächster Lucky Punch gelingt. Okay, dann haben wir hier die Produkte drin beschrieben mit Preisen und so weiter. Das blende ich euch ja immer mit ein. Und dann würde ich sagen, wir schauen hier einfach mal rein. Das ein oder andere Produkt kann ich vielleicht auch mal für einen Männer-Adventskalender verwenden, den ich dann ja zum Ende des Jahres auch für die Männer packe. Weil, ne, ich habe ja nicht nur Mütter, sondern auch diverse Väter. Also Papa, Stiefpapa,
Schwiegerpapa in spe, Stiefschwiegerpapa in spe, Opapa und so weiter und so fort. Ganz schön viele sind am Start. Das erste, was ich hier rausnehme, ist Trivital Sport, Nahrungsergänzung unter anderem mit Eisen und den Vitaminen B1, B6 und B12. Für körperliche Leistungsfähigkeit und Vitalität. Da sind 28 Kapseln drin enthalten. Bei sowas bin ich immer vorsichtig. Alles, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, lasst das bitte beim Arzt vorher abchecken, ob ihr wirklich einen Bedarf an sowas habt, weil nicht, dass ihr euch irgendwie übermäßig viele Vitamine oder was auch immer zuführt. Denn manchmal reagiert der Körper dann nämlich dann nicht so positiv drauf. Also da wirklich mal nachfragen, bevor man sowas wirklich einfach bedenkenlos verwendet. Meine Meinung, ne? Genau. Ja, kann ich einfach nur so mit auf den Weg geben. Ansonsten, ja, auch in Frauenboxen haben wir ab und an mal so Haarvitamine oder so ein Kram mit dabei. Ja, Männer haben es jetzt auch mal in der Box mit drin. Hooray! Okay, dann habe ich hier etwas Großes drin. Das finde ich schön. Das ist ein Parfum von Miro. Cabal Pour Homme, ein Eau de Toilette. Das kommt in einen Adventskalender. 75 ml sind hier drin enthalten. Ich kann das natürlich jetzt nicht auspacken und riechen, weil, wie gesagt, das kommt in einen Adventskalender. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das auspacken und riechen würde. Wir haben hier aber was mit drin, das sehe ich gerade im Häppchen, wo ich gegebenenfalls den Duft von erkennen könnte und euch da was zu erzählen kann. Duftnoten kann ich euch ja auch einblenden. Hier haben wir nämlich auch das entsprechende Duschgel dazu. Und ja, ne, ein Bade- und Duschgel steht hier drauf mit 250 Millilitern. Und da kann ich ja mal kurz dran schnuppern, weil das ist so öffnenbar. Das riecht wie mein Freund. Das riecht mega angenehm. Boah, das mag ich gerne. Aber das werde ich in einem Adventskalender weitergeben. Mein Freund, ich habe letztens noch in seinen Schrank geschaut. Ich habe ihm letztens auch noch ein paar Produkte aus Männer-Adventskalendern gegeben. Eigentlich hat er so mehr Duschgel als ich mittlerweile im Schrank. Wobei, er hat ja auch nur Duschgel und Shampoo und ich habe ja alles mögliche an Pflegeprodukten. Aber das finde ich sehr, sehr angenehm, auch vom Duft her. Miro ist jetzt keine super teure Parfummarke oder Pflegemarke, aber ich finde das Design schön und ich finde es cool, dass es so auch als Set mit in der Box drin enthalten ist, ne? Dann haben wir hier etwas mit dabei von Sport Lavit oder Lavit Super Grip Creme 5. Pack sicher zu. Okay, ja. Grip Effekt. Okay, verstehe ich noch nicht so ganz. Ist es vielleicht eine Handcreme, damit die Hände nicht so glitschig sind und nicht so schweißig sind? Der sichere Griff hält deine Handflächen trocken. Ja, für einen uneingeschränkt festen Grip beim Sport und bei der Arbeit. Anwendung auftragen und kurz einwirken lassen. Vor Gebrauch schütteln. Vor Wärme über 30 Grad schützen. Kontakt mit den Augen vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Also ist das fast schon wie so ein Deo für die Hände, ne? Finde ich sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, ich meine, gut, bei der Arbeit, ne? Mein Freund ist genau wie ich ein Bürohengst. Ich bin eine Bürostute, er ist ein Bürohengst. Was soll ihm da aus der Hand fallen? Die Maus? Wow. Ja, nee, aber gibt ja definitiv auch Männer, die auch ein bisschen handwerklich unterwegs sind. Und dann ist es natürlich grenzwertig, wenn einem so eine Kettensäge aus der Hand fällt, ne? Ja, aber da hast du eigentlich auch noch Handschuhe an. Egal. Auf jeden Fall finde ich das eigentlich ganz cool. Gerade beim Sport ist das eine nice Geschichte. Wie gesagt, mein Freund macht ja auch Sport und dann, ne? Macht es auf jeden Fall Sinn. So, auch die Männer bekommen eine Maske und zwar die Schäbens Men. Cool, die haben eine extra Männerreihe. Hydro Power Maske, 48 Stunden Feuchtigkeit, erfrischt und revitalisiert mit Soforteffekt, Zellbooster, Taurin, sibirischer Ginseng für alle Hauttypen, Hypoallergen. Bam, bam. Das sind so zwei Anwendungen hier drin von so einer Creme-Maskengeschichte. Auch das finde ich klasse. Also ich bin ja ein absoluter Fan von Masken. Und das gebe ich gerne an mein Umfeld weiter, auch an die Männer in meinem Umfeld, dass Masken einfach toll sind, dass Masken Spaß machen und dass sie einen einfach mal runterholen und chillen und gleichzeitig pflegen und man einfach eine schöne Zeit hat und vielleicht halt auch so als Paar einen tollen Moment erlebt. Jeder macht sich eine Maske drauf und dann chillt man sich auf die Couch, hört irgendwie geile Musik, Rammstein oder sonst irgendwas, keine Ahnung, was einem gerade in den Sinn kommt, ne? Und dann hat man einfach einen schönen Moment. Ja, oder man rennt einfach mit einer Maske im Gesicht durch die Gegend. Kann man auch machen, ne? Ich bin da ja auch vollkommen frei. Ja, ne, wie gesagt, zwei Anwendungen sind hier drin. 2x5 ml. Macht auf jeden Fall Sinn. Und das war ein Reim. Ein bisschen was haben wir hier noch drin. Natürlich ein Butcher's Sun Deodorant for Men Sensitive ohne Alkohol. 24 Stunden Duft, Schutz mit neuem Duft in der Holzrichtung. In der Duftrichtung Rare, Mensch. Aquatisch und holzig stand da, glaube ich, drauf. Deswegen kam ich irgendwie auf Holz. Bin
glaube gerade ich einen Holzkopf, hey. Aquatisch und holzig mit Pomelo und Sandelholzduft. Oha. Mein Freund sagt immer, also Deo kann ich immer gut gebrauchen. Da muss ich aufpassen, dass er, ja, vielleicht, er darf reingucken. Komm, in die Box darf er reingucken. Und wenn er möchte, kann er sich nehmen, was er will. Und den Rest gebe ich dann in den Adventskalender weiter. Ne? Er muss ja auch was davon haben, dass ich hier immer mich in meinem Zimmer einschließe und bei 28 Grad draußen hier die Rollläden runter mache und mich in eine dunkle Kammer mit meinem Hund verziehe und hier irgendwelche Sachen auspacke. Deswegen ist okay, finde ich geil. Er wird sich drüber freuen. Butcher Sun ist halt auch eine Marke, die preislich gar nicht so ultra hoch ist. Die gibt es, glaube ich, auch im DM zu kaufen. Und die haben wir hier öfters in der Box drin und der feiert das immer sehr, wenn er da Produkte von hat, ne? Weil der mag den Duft sehr gerne. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, das letzte Produkt, ja, und das ist eine Gesichtscreme, Cost Nature Men. Jeder bringt irgendwie eine Men-Reihe auch mit raus, ne? Also die ganzen Marken. All-in-One Hydrofluid Hop. Heißt so. Any Skin Type Moisturizing Soothing Facial Skincare. Feuchtigkeit spendend und beruhigend hat die hier so draufstehen und ja, hopp, ne? Läuft wie ihr. Und hier fliegt ein Flugzeug. Okay, 50 ml haben wir hier drin enthalten. Ich glaube, mein Freund hat letztens noch von mir eine Gesichtscreme bekommen. Ja, und die sieht cool aus. Ich mag die Farbe. Das ist so ein dunkles Moosgrün und dann zusammen mit diesem hellen Mintgrün. Sieht schon schön aus. Dann hast du hier einen Pumpspender. Nö, das mag ich gerne leiden. Also doch, definitiv auch wieder, dieses Mal auch wieder, eine schöne Box, die gut gefüllt ist mit interessanten Produkten, aber halt auch ganz regulären Produkten. Ein Parfum ist eigentlich fast immer mit dabei und das finde ich ziemlich cool. Und für 16,95, die wir für die Box bezahlen, haben wir hier halt echt so einen ordentlichen Inhalt. Und wenn man als Mann diese Box abonniert, glaube ich, dass man nicht allzu oft mehr in eine Drogerie rennt, um sich noch was Neues zu kaufen. Denn eigentlich wird man hier immer alle 3 Monate ganz gut versorgt, ne? Manchmal hat man auch noch ein Getränk mit dabei, so wie auch hier. Einfach mal eine Proteinmilch oder so ein Shaker. Finde ich auch ganz fancy. Und ja, wäre ich ein Kerl, ich würde es feiern. Also was in dieser Box jetzt drin war, fand ich sehr schön und lohnenswert. Und ja, das war es jetzt hier von mir mit meinem Unboxing. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Beauty-Rampampam-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!